Schönen guten Abend, ihr Lieben! Habt ihr Lust? Was war das denn? Habt ihr Lust? Ja. Weiß ich doch, Sanden sind noch die Guten. Boah, hier wird nochmal geguckt. Egal, wir machen weiter. Wir spielen euch ja jetzt nächstes ein kleines Liedchen über eine Hexe. Oh ja. Mhm. Ach komm, das ganze Lachen war doch eigentlich ganz nett. Hey!
Fantastisch! Das Liedchen Die Hexe von uns. Und wir steigen gleich als drittes mit einem Liedchen ein, was viele von euch kennen. Ja. Womit wir euch ein bisschen in Stimmung bringen. Und passt mal auf, alle, die keinen Sitzplatz haben und die noch Lust haben, ein wenig zu feiern, kommt mal ein bisschen ran hier, wir können euch so schlecht sehen. Stellt euch mal hier vorne zu uns, ein bisschen zum Tanzen. Und mitsingen. Mitsingen, ja. Das machen wir auch. Löcher. Hey, what should we do when it up and say no? What should we do? Hooray up, she rises, 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 hoo
Ich würde sagen, ihr holt euch jetzt nochmal ein Bierchen oder ein Mädchen oder ein was auch immer euch einfällt. Ja, Doppeldeutigkeit ist intended hier. Bei der Taverne. Damit ihr meintet, das hat lange gedauert, ne? Ja. Ja, aber du hast doch da die Setliste liegen. Weißt du, was als nächstes kommt? Da. Jetzt verwirren die mich. Damit ihr auch in Zukunft mit uns anstoßen könnt, denn so wird es heute ungefähr weitergehen. Als nächstes bringen wir euch was bei. Wer von euch weiß, was Met ist? Ich kann eure Hände nicht sehen, ihr müsst mal brüllen. Ja, aber da melden sich schon relativ wenige, ne? Ja, den anderen bringen wir es jetzt bei. Ja, dich sehe ich. Okay, okay. Die anderen lernen es jetzt. Jetzt. Gerade irgendwann muss das Gitarrensolo doch ein Ende haben. Findet ihr das auch? Nein.
Nein! Ja, dann 1, 2, 3, 4. Okay, man nimmt mich nicht ernst. Kein Soll. Nicht. Kein Problem. Als nächstes haben wir ein Lied für euch, das wir mal für eine bestimmte Taverne geschrieben haben. Die sind zwar heute nicht hier, aber das macht nichts. Das Lied macht trotzdem Spaß. So ist es. Und ihr dürft mal darauf achten, ob Alvro den Text hinbekommt. Nein, heute. Müsst ihr nicht drauf achten. Ich vertue mich da nie, gar kein Problem. Es ist ein sehr langer Text. Ihr kennt vielleicht Raglan Borg. Sagt euch vielleicht was. Ja. Aber das hier ist unsere eigene Version. Ja. Pirat im Rumpfass. Text drin diesmal. Ich mache Fortschritte. Also ich habe sie nicht bemerkt. Doch, hast du. Außer den Anfang. Das war nämlich ein anderes Lied. Da hatte Alvo doch nochmal Lust auf eine Solo-Runde von Malte. Wahrscheinlich, weil du da dann nur dasselbe spielen musst, ne? Nichts zu tun hast. Entschuldigung? Ich habe immer viel zu tun auf der Bühne. Ja, ja. Pass auf, Leute, jetzt brauche ich euch, aber wirklich, ja? Damit wir hier einen richtig schönen Moment haben, brauche ich eure Stimmen. Keine Angst, ist nicht zu schwer, wir schaffen das alle. Und je mehr von euch mitmachen, umso schöner wird's. Lach nicht so, ihr schafft das, ich glaube an euch. Auf jeden Fall. Du machst es einmal vor, ich mach's mit den Leuten nach. Genau, ja? Wir machen jetzt Folgendes zusammen, immer mal wieder im Lied, ja? Und ich will euch hören. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Das machen wir gleich nochmal. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Oh, schön. Wer grölt da so rum? Das warst du in der Rüstung, ne? Ja, ja, ich hab dich direkt gehört. Das war doch wunderbar. Finde ich toll. We'll be right back.
Magst du mich noch mal einen Tick lauter auf meinen Monitor machen, meinen Gesang, bitte? Das war schön. Wir können uns auf euch verlassen, Xanten. Das ist ein gutes Gefühl. Und jetzt singen wir ein Lied über Männer. Ein Lied, was viele von euch schon mal gehört haben. Aha. Und wir improvisieren hier und da noch mal ein bisschen den Text. Ne? Mal gucken, wie viel du dir heute noch ausdenkst. Ja, schauen wir mal. Yeah.
auf die Regeln zu lügen. Genossen Männer werden sein. Alle, die auf die Regeln zu lügen. Müssen Männer werden sein. Hey! Jan und Hein und Gras und Bett. Alle Männer ohne Werte und alle Frauen bitte geht nicht. So, pass auf, als nächstes haben wir wieder einen Song von uns, der aufs nächste Album kommt. Und da kann man entweder wunderbar mit den Bechern auf die Tische schlagen, aber bitte ohne sie zu zerstören, sonst kriegen wir Ärger mit Henry. Oder man macht immer zum Wohl mit. So heißt der Song nämlich. Zum Wohl. Wir üben das einmal. Zum Wohl! Jawohl. Machen wir so. Jetzt könnt ihr einfach fast immer brüllen, ja? Aber ihr werdet auch schnell merken, wo das kommt. Ja. Prost! Zum Wohl! Ihr seid aber auch trainieren, ne? Auf der Bühne sagen, zum Wohl! Okay, mach, ja, wollte gerade sagen, mach die mit, warte nochmal. Zum Wohl! Zum Wohl! Ja, tut mir leid, das ist dann nicht authentisch, ich weiß, aber ich brauche ein bisschen Wasser, das ging ja was. Also ich muss ja auch sagen, Alvos Strophe ist ja eigentlich, manche sind gesünder, rauchen keinen Alkohol, aber also mir wurde heute noch nichts ausgegeben. Dir wurde heute noch nichts ausgegeben? Sauerei! Wo ist die Taverne? Ja, das Volk ruft alle zusammen, einmal du auf drei. Eins, zwei...
Also über so einen Cider oder so, ne? Würde ich jetzt nicht nein sagen. Oder Zwinker, Zwunker, links, rechts. Aber macht euch keine Hoffnung, ich bin mit dem auch verheiratet, sorry. Was hat das damit zu tun? Da hörst du gleich hier vorne aus der Männerecke. Aber deshalb tragen wir auch so die gleichen Klamotten. Schnell ablenken. Wer von euch weiß, was Bruchenwall ist? Oh, schweigen, leere Gesichter. Hat noch nicht mal jemand Bruchenwall gespielt? Leute, Leute. Ja, ich habe auch das Gefühl, es ist eher so ein Nordding manchmal. Wir müssen heute unseren Bildungsauftrag erfüllen. Bruchenwall ist ein Sport, der nach der sogenannten Bruche benannt ist. Das ist so eine riesige Unterhose, die so an Simmoringer erinnert, ja? Und in denen spielen Leute gegeneinander, halbnackt in dieser Bruche um einen riesigen Medizinball. Und darüber haben wir ein Lied geschrieben. Mittelalter-Football. Was ihr rufen müsst. Kämpf, kämpf, kämpf. Beim Buchenball, so ist es. Weiß nicht, vielleicht gibt es hier ja auch mal eins, inspiriert von uns. Dann kommen sie dann vorne vor die Bühne und bekämpfen sich, wenn wir das Lied spielen. Das wäre so meine Vision. Ihr müsst euch natürlich vorstellen, ne, die Leute kämpfen auch in dieser Buche, in dieser weißen Unterhose im Prinzip, die Männer. Und wenn es dann geregnet hat, dann ist so richtig das Spielfeld eine Schlammpfütze. Ihr müsst euch dann 5 gegen 5 Männer in weißen Unterhosen, die sich im Schlamm wälzen, mal einen Medizinball vorstellen. Nee, stellt euch das mal nicht vor. So! Es gibt auch Frauenbuchenball. Schenken. Hätte er nicht kämpft, schon verloren. Und
aber Steine mir deinen Weg gelegt. Traue etwas, das sehe ich stehen. Schon seit gestern hier. Das ist jetzt, glaube ich, unser 6. Konzert. Kann sein, ja. Als Duo waren wir die ganze Zeit hier. Ja. Und wir sind auch die nächsten 2 Tage als Duo hier. Genau, Alvo und ich. Genau, aber als ganze Band mit Schlagzeug. Habt ihr hier heute den Special Moment, ja. So ist es. Ja, danke schön. Und natürlich, wenn es euch gefällt, ja, gebt es einmal weiter hier an den Veranstalter, was der Lust hat, uns weiter zu buchen. Und wir haben da ein praktisches Banner. Da gibt es einen QR-Code drauf und darüber könnt ihr uns überall finden, unsere Musik hören. Aber sowas gab es ja noch gar nicht im Mittelalter. Ach komm. Eine Gitarre gab es auch noch nicht im Mittelalter. Das ist hier Fantasy-Zeitreise, ja? Ich befürchte auch, ja. Als nächstes haben wir einen Klassiker für euch, der nicht von Metallica ist. Wehe, einer von euch kommt noch zu mir. Es war tatsächlich auf einem Probefest mal jemand zu mir gekommen und meinte... Ist der nicht von Metallica? Nein! Und es gibt ein Klatschmuster und dieses Mal eins, was ein wenig anstrengender ist. Das machen wir jetzt mal zusammen, während sich hier noch besprochen wird, ja? Also passt auf! Der Refrain ist ja folgendermaßen, den kennt ihr. Mushadum balad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 
chain going down. Taking money with me, but I never knew the danger. I'm 167, I walked in Captain Farrell. I jumped out from a pistol to the shadow. Miss Balls Bells, who shall man and I did it? Work for a daddy, oh, work for a daddy, oh, this whiskey in the jar. Who shall man and I did it? Work for a daddy, oh, work for a daddy, oh, this whiskey in the jar. Sleeping, especially on his chamber. Me, I am a prisoner. Me, I am his boss and chamber. Who shall I man and I'm in a? What for my daddy, oh? What for my daddy, oh? This whiskey in the jar. Who shall I man and I'm in a? What for my daddy, oh? What for my daddy, oh? This whiskey in the jar. Who shall I man and I'm in a? What for my daddy, oh? What for my daddy, oh, this whiskey in the jar. Oh, yeah. Moonshine on my daddy, oh. What for my daddy, oh, this whiskey in the jar. Woo! Exakt, das hat ihr richtig gut gemacht. Wunderbar. Jetzt kann ich mich gleich ein bisschen mit Gitarre spielen ausruhen. Weil du gibst mir jetzt den Bass, ne? Das ist wahr. Wir spielen jetzt eine klitzekleine Ballade für euch. Muss auch mal sein, oder? Wir spielen jetzt ein Lied von unserem ersten Album namens Zugvögel. Passt nicht so gut zur Jahreszeit. Aber ich hoffe, wir werden trotzdem eure Herzen ein wenig erwärmen. Kann man auch sehr gut... Der Gurt ist sehr eng. Ja, ist nur mal ein Größenunterschied, ne? Von so 23 Zentimetern zwischen uns. Ich würde sagen, ja. Let's see.
So. Hier war der methodische Break in der Mitte. Wir haben noch ein Lied für euch mitgebracht von unserem ersten Album. Etwas für die anspruchsvolleren Tänzer und Tänzerinnen hier. Da ist nämlich ein Taktwechsel drin. Oh, ein Taktwechsel. Hab ich da, wo habe ich da gerade das Oh gehört? Oh. Wie taktvoll. Da wird schon hinten gelallt. Eines unserer allerersten Lieder, die wir geschrieben haben.
respektive du geschrieben hast. Ja, man muss natürlich sagen, unser erstes Album haben wir produziert mit Yannick und Dennis von Vogelfrei. Sagt euch vielleicht was. Auch Hamburger Band, ne? Mittelalter Metal. Und die haben uns noch ein bisschen geholfen. Vor allem Yannick hat noch am Text mit uns gefeilt, haben wir sehr viel gelernt. Also sind zwar nicht hier, aber trotzdem danke. Abwesend halber. So, wir haben noch ein italienisches Folklied für euch mitgemacht, wo wir einen deutschen Text drauf geschrieben haben. Und ihr kennt die Melodie, weil sie in einem, ja, sagen wir mal, eher elektrischen Lied vor ein paar Jahren im Radio lief. Und wir haben aber eher eine folkige Version draus gemacht. Bis zum Morgen, in aller Frühe. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Der letzte Morgen in aller Frühe, so will es unser Feind. Der letzte Morgen in aller Frühe, so will es unser Feind. Na, 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 na. Die Partisanen, nehm ich mit euch. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Die Partisanen, komm, nehm ich mit euch. Denn ich spür, der Tod ist nah. Ihr Partisanen, komm, nimm mich mit euch. Denn ich spür, der Tod ist nah. Denn ich sterbe, oh, ihr Genossen. Belle ciao, belle ciao, belle ciao, ciao, ciao. Wenn ich sterbe, oh, ihr Genossen, bring mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, oh, ihr Genossen, mich dann zur letzten Minute. Partisanen, nicht das vor mir. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partisanen, nicht das vor mir. Doch dein Tod war nicht umsonst. Oh Partisanen, nicht das vor mir. Doch dein Tod war nicht umsonst. Denn die Freiheit, sie wird siegen, unser Tod war nicht umsonst. Denn die Freiheit, sie wird siegen, unser Tod war nicht umsonst. Sagt nicht mehr euch an! Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Eine Blume, Edelweiß, den Weg zu unserem Grabe weiß. Eine Blume, Edelweiß, den Weg zu unserem Grabe weiß. Und die Leute, gehen vorüber. Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Und die Leute, Bella Ciao, in unserer eigenen kleinen abgewandelten Version. Sind wir schon drüber? Ja, ich will nur die Zeit wissen. Achso, du willst nur die Zeit wissen. Es ist jetzt exakt 22.30 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. So, jetzt sind ja nicht mehr so viele Kinder anwesend, das ist gut. Der Drache Fangorn ist ja nämlich ein guter Drache, ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch die Show angeguckt habt, aber die Kinder haben mir gestern versichert, dass der nicht böse ist. Und dann waren sie ein bisschen beleidigt, dass wir ein Lied haben, mit dem man einen Drachen tötet. Ich habe gesagt, sie sollen sich einen ganz bösen und stinkigen vorstellen. Folgender Song kommt auf unser neues Album, das im Sommer erscheinen wird. Wir müssen uns praktisch nur noch drucken. Und das heißt, es lohnt sich auch, uns zu folgen. Zwinker, zwinker. Wenn man unter anderem dieses Lied mochte und auch alle anderen hier gespielt haben. Lasst mich euch erzählen vom Feuer der Kraft.
bestie Zeit. Das Lied der Drachentöterin. Mit einer Heldin. Was? Wir haben noch nicht mal diesen Fake-Sachen mit jetzt nochmal Zugabe rufen oder so. Da haben wir noch nicht mal angefangen. Ne? Ist doch alles gut. Alles gut, wir machen das. Halt, wir nehmen uns Zeit. Und beim nächsten Lied, ja, da haben wir auch nochmal was Schönes vorbereitet. Wer von euch kann Latein? Ja. Wird sich traditionell aber auch nicht gemeldet. Wer von euch weiß, was Nunc est bibendum heißt? Brüll mal. Das ist gut. Es heißt, nun lasst uns trinken. Keine Reaktion. Nun lasst uns trinken. Hey! Wartet. Zum Wohl! Das funktioniert noch. Fantastisch. Wir waren als damals noch Nicht-Band-Leute auf dem MPS Bückeburg und da kann man immer die Woche übernachten. Und wir wollten irgendwann mal was anderes essen, außer Sachen vom Grill und haben uns ein Gasthaus gesucht. Alle hatten zu, bis auf eines. Als wir endlich unser Schnitzel bekommen hatten, musste Alvo auf Toilette, kam wieder und sagte, ich habe eine Songidee. Er hatte nämlich ein Plakat entdeckt mit drei Mönchen, die Bier trinken und darauf stand, Nunc est bibendum, nun lasst uns trinken. Daraus entstand folgender Song. Der Nunc est bibendum heißt und ja? Eine kleine Geschichte von einem Mönch erzählt. Da gibt es aber eine nervige Mitmachaktion, wenn man Lust hat. Denn wir haben einen sehr lieben Freund und der hasst und liebt dieses Lied, weil er davon immer einen super nervigen Ohrwurm hat und bis jetzt gibt es das noch nicht online. Das heißt, er wird ihn noch nicht los. Und irgendwann saßen wir um 3 Uhr nachts am Lagerfeuer, er hatte schon einige Bier-Intus und wir sangen das Lied, um ihn zu ärgern und er machte wow. Ungefähr so schrecklich. Und ich saß da und dachte, weißt du was, das nehmen wir in unser Lied auf. So ist es. Und seitdem traditionell macht das Publikum bei diesem Lied wow mit. Und ihr müsst da natürlich jetzt auch für herhalten. So ist es. Schafft willst du es einmal vormachen? Ja, ja. Mhm. Und ich mach's nach mit euch zusammen wieder. Okay. Okay, es hat sich bewährt. Pass auf. Wow. Wow. Ja, genau, jetzt wisst ihr's. Ja. Genau so, warst du auch dabei? Okay, wir machen es nochmal. Wow. Wow. Yeah, sehr gut. Und das packen wir jetzt überall rein in diesen Song. Ja. Mensch, denn ich wusste, was ein Glück sein könnte. Kloster gab es keinen, der mich hält. So zog ich für die Freundschaft in die Welt. Denn die Kraft ist der Mädchen ohne von meinem Blut. Baby und Rombom. Nun geht's die Bändung und hey, schluss jetzt mit mir an. Baby und Rombom. Nunc est bibendum. Wow. Ja, jetzt wissen die alle Bescheid, was wir tun, ne? Einfach prima. Ein Tag, ich zuerst im Gast. Wow. Zum ersten Mal war ich irgendwo Gast. Wow. Schenkten sie nur Wasser aus. Wow. Vor Schreck kam ich ganz schnell wieder raus. Leichter sein, wow. Aber ich war
immer noch allein. Dachte schon, ich find die Freundschaft nicht. Dann schien mir in der Dunkelheit ein Licht. Längs Anten, da spielt ich dieses Lied. Da füllen hat sein Meer und ich blieb. Denn das Glück der Welt liegt am Boden von meinem Bug. Oh wow, mit mir und rundum. Nun ist die Wendung und hängt Schluss jetzt mit mir an. Oh wow, mit mir und rundum. Leuten, wenn du mal dazwischen singst, dann muss ich immer lachen. Und wenn man lachen kann, kann man wirklich schwierig singen. Aber es funktioniert schon. Aber es wäre doch auch mal sympathisch, wenn du denn das Lied unterbrechen musst, weil Lachflash. Ist ja nicht so, als wäre das nicht schon mal vorgekommen. Wir haben einen Song für euch, den wir selbst geschrieben haben. Auch da kann man wunderbar mitmachen. Und das haben auch viele getan, denn wir haben damit ein Musikvideo veröffentlicht, wo unsere Fans das mitgesungen haben, also gelipsingt haben. Das findet ihr auch auf YouTube, das war total toll. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da so viele Einsendungen kommen, aber es waren wirklich einige sehr witzige dabei, mit kleinen Stofflöwen auf den Schultern und als Piraten verkleidet. Das war wirklich sehr schön. Und wir wollen euch bei diesem Gefühl natürlich mitnehmen. Und zwar bei dem Lied Löwenherz. Und da gibt es das klassische, wie ihr es vielleicht von Fersengold auch schon kennt. Oh. Wir sind hier. Oh. Wir sind eins. Oh. Wir machen das jetzt nicht nochmal mit euch zusammen. Ich lade euch einfach ein, es mit uns zu singen. Das macht Spaß. Ja. Und genießt es. Aber viele denken, ich kann. Schreit der Hass ab, schreit er doch so an.
Löwenherz. Hast du eigentlich schon gesagt, dass du auch unser nächstes Album heißt? Ja, nee, habe ich noch nicht gesagt. Das wird der Titelsong unseres neuen Albums, genau, Löwenherz. Wir sind hier. So! Ja, wir sind am Ende angekommen. Na gut, weil ihr seid! Ich weiß nicht, also ich glaube, das muss noch ein bisschen lauter sein. Sonst gehe ich. Wir kommen jetzt zum letzten Song. Na gut, weil ihr seid! Warte, zum Wohl! Habt ihr gut gelernt? Das ist klausurrelevant, fantastisch. So, wir haben noch einen kleinen Klassiker für euch, den ihr vielleicht kennt. Und zwar The Parting Glass. Und ich wusste ja bis vor kurzem tatsächlich gar nicht, wo dieser Song entstanden ist. Der ist ja eigentlich niedergeschrieben worden von jemandem, der hingerichtet werden soll in seiner Zelle. Und ich dachte immer, das ist so ein schöner Rausschmeißer-Song. Und so singen wir den auch. Aber jetzt wisst ihr den Hintergrund davon. Ist doch ganz schön. Bisschen Geschichtsstunde noch gehabt. Also ein irisches Abschiedslied, passend zu unserem Abschluss hier heute Abend. Es war uns wirklich eine Freude mit euch und holt nochmal die Feuerzeuge raus, ja, und stoßt mit uns an aufs letzte Glas. Pretty girl, and perhaps be.
Dankeschön! Das, ich stehe noch ein bisschen. Gucken wir mal. Ja, okay, also. Aha, ja, ganz spontan, fantastisch, super. Okay, wir spielen noch ein. Aber dann einen, den ihr am Anfang schon gehört habt und den ihr jetzt viel besser versteht, weil ihr jetzt Leonie erkennt. So ist es. Ist auch fantastisch. Dieses am Ende, oh, wir spielen jetzt den letzten Song und so. Pass, ja, ja. Aber genau. Pass auf. Also, das war unsere Premiere mit Schlagzeuger. Und ihr könntet mir einen riesigen, uns einen riesigen Gefallen tun, wenn wir jetzt das Lied Leonia von der Band Leonia, also uns spielen, wenn ihr dieses Leonia immer mit uns mitmacht. Ich weiß, es ist ein bisschen cheesy, aber ich würde mich da total drüber freuen, das wäre das erste Mal. Und wenn wir dann spätestens in 5 Jahren so richtig berühmt sind, ja, dann kommt ihr auf unser Konzert und sagt, ich habe schon vor 5 Jahren in Xandi damals bei ihrer Premiere mit Drummer Leonia mitgeschrien, ich bin besser als ihr alle hier. Okay, das ist doch gut, oder? Ich mochte sie schon, bevor sie Mainstream waren, ne? Da stehe ich schon mal auf den Auswärts. Dankeschön, Xandi. Wir sagen Dankeschön.